Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Der 7. Juni, Freitagabend. Es ist ein relativ lauer Juniabend. Herz, Seele, Ball. Ich wundere mich, dass hier noch kein Autokorso losgeht. Deutschland hat unweit von hier, in Mönchengladbach, 2:1 gegen Griechenland gewonnen. Schreckliche erste Halbzeit. Da wollen wir den Mantel des Schweigens drüberlegen. Nein, Neuer mit einem Fehler. Das passiert ihm häufiger in letzter Zeit. Hatte vorher 2 Weltklasse-Paraden, aber dann das Tor. Dicker Fehler. Nübel darf jetzt doch nicht mit zur Europameisterschaft. Doch nur 3 Torhüter. Auch wenn da wochenlang was anderes gesagt wurde. Ja, zweite Halbzeit dann besser. Die Griechen haben gekämpft. Ja, das war eine ordentliche Mannschaftsleistung, muss man sagen, der Griechen. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass die deutsche Mannschaft das Ding doch noch drehen wollte. Man sieht, wie schwer das ist bei solchen Testspielen. Die Schotten zum Beispiel, unser erster Gegner in einer Woche. 2:0 gegen Finnland geführt, am Ende 2:2. England verliert zu Hause gegen Island. Mit 0:1. Also, was sollen wir sagen? Solche Spiele dürfen wir nicht zu ernst nehmen, aber man kann schon Rückschlüsse daraus ziehen. Also es war insgesamt und unter dem Strich keine gute deutsche Mannschaft, auch wenn die Zuschauer am Ende in Mönchengladbach hochzufrieden waren, das muss man sagen, weil sie einen deutschen Sieg gesehen haben. Noch eine Menge Arbeit bis nächste Woche. Das Problem ist, Deutschland wird immer Favorit sein in seinen Gruppenspielen und dem so gerecht zu werden, ist auch nicht so ganz einfach. So, ich war heute in Darmstadt. Martin hat ein kleines Foto. Kinderlesung, 120 Kinder aus 10 Nationen. Alle Fußballfans und wie immer stand die Frage im Mittelpunkt, wer ist der beste Fußballer der Welt? Das wollen die immer wissen. Messi oder Ronaldo? Die Kinder waren zu 95% für Ronaldo. Und ich habe dann gesagt, Messi. Und habe dann Ärger gekriegt. Toni Kroos übrigens heute auch nicht so richtig auffällig gewesen bei der Nationalmannschaft. Aber wann ist der auch schon mal richtig auffällig? Ja, also haben wir doch noch mal den Blick zurück gehabt auf die Nationalmannschaft. Was war noch los? Ich habe Nudeln geschenkt bekommen nach der Veranstaltung. Achtung, Martin zeigt sie euch. Pasta in Fußballform. Fußballschuhe, Bälle. Danke für dieses lustige Geschenk, was es alles gibt rund um die Europameisterschaft. Dann freue ich mich auf Herrn Watzke nächste Woche in Detmold und guckt euch das an. Ausverkauft, 660 Karten verkauft. Die kommen doch jetzt alle nicht wegen des Herrn Watzke. Die kommen doch hoffentlich, weil ich dabei bin. Nein, also Watzke zieht. Bin mal gespannt, wie das wird. Wir werden ihn nicht verschonen mit kritischen Fragen. Mario Brink und auch ich. Wird spannend. Nächste Woche in Detmold. Aber ausverkauft. Gibt leider keine Tickets mehr. Dann Zverev im Finale von Paris gegen Alcaraz. Hat ein bisschen Glück gehabt, dass Ruth, ich glaube, Magenbeschwerden hatte. Ersten Satz hat er verloren, der Deutsche. Und dann hat er aber die nächsten 3 Sätze klar gewonnen, aber wie gesagt, da war irgendwas mit dem Magen nicht in Ordnung. Ich habe da so ein bisschen hin und her geschaltet, aber wird ein schönes Endspiel und ich gönn's dem Zverev, dass er dann vielleicht auch mal einen Grand Slam-Titel gewinnt. So, und dann läuft gerade, es war ein Sportabend heute, die Leichtathletik-Europameisterschaft in Rom und die taten mir leid. Die werden heute, weiß ich nicht, vielleicht noch 5% der Zuschauer vor dem Fernseher gehabt haben. Im Olympiastadion von Rom war es auch erschreckend leer. Da waren vielleicht 8000 Zuschauer. Und dabei muss ich immer sagen, Leichtathletik, eine der schönsten Sportarten überhaupt. Auch wenn die Deutschen in den letzten Jahren da relativ erfolglos waren. Ich werde trotzdem mal ab und zu nach Rom schauen, weil ich das immer gemocht habe. Und ich war vor 40 Jahren, glaube ich, mal bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Auch in Rom. Der Live-Reporter für RTL. Lang, lang ist sehr. Schöne Erinnerungen. Herz, Seele, Ball. Heute mit Nudeln, mit Herrn Watzke, mit Kindern aus Darmstadt und einem glorreichen 2:1. Und immer noch kein Autokorso hier. Wo ist die Fußballbegeisterung? Vielleicht nach dem Spiel gegen Schottland. Vielleicht warten wir es ab. Morgen mehr. Herz, Seele, Ball. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.